einfach nichts Illegales im Internet runterladen. Also man soll keine Verträge mit irgendwelchen Firmen unterschreiben und es ist wichtig, seinen WLAN zu sichern. Wenn man im Internet ist, soll man auf jeden Fall aufpassen, dass man keine Adresse und keine Telefonnummer weitergibt, egal wo man sich anmeldet. Nicht bei Chat MSN die Handy rausgeben! Pass auf, dass du im Internet nicht zu viele persönliche Daten von dir angibst, wie Telefonnummer oder vollen Namen, weil sonst. Ja, dann kommen böse Menschen. Dann können halt alle Menschen, egal ob die du überhaupt gar nicht kennst, halt einfach Kontakt zu dir aufnehmen, auch wenn du das nicht möchtest. Sag nicht schlechtes oder macht andere Leute nicht im Internet! Ich würde, bevor man im Internet geht, Virenprogramme installieren und managen. Ihr solltet keine unbekannten Programme downloaden. Die Leute müssen nicht immer glauben, wenn ihr mal Chatte oder müssen nicht immer glauben im Internet schreiben. Ja. Tschüss. Mozilla Firefox ist sicherer, also installiere die Mozilla Firefox. Dann aktiviere den Pop-up-Blocker. Ich werde nicht auf jede Werbung klicken. Auf jeden Fall keine Verträge abschließen. Keine persönlichen Daten weitergeben. Wenn du im Chat gemobbt wirst, solltest du auf jeden Fall die Person melden. Und wenn du dich das nicht traust oder was weiß ich, dann solltest du sie ignorieren. Das kann man bei den meisten Chaträumen anklicken. Und wenn es das nicht gibt, vielleicht einen anderen Account dir neu machen und den anderen halt dann löschen, wo jetzt nicht jeder weiß, wer du bist. Einfach löschen und blockieren. Also erst chatten, fragen, woher er meine Handy hat. Und wer er nicht antwortet, einfach bitte löschen und blockieren. Okay. Mach bei keinem Gewinnspiel mit, auch nicht, wenn da steht, du hast ein iPhone gewonnen oder sowas. Super. Die Benutzerbedingung ist halt, es ist wichtig, dass man die Benutzerbedingung sich durchliest. Und wenn es nicht versteht, dass man dann auch mal nachfragt, was es halt genau bedeutet. Ich habe Freundschaften bei Schülerportal an, von dort ihr mich kennt. Und schützt euer Profil. Jo! Man sollte sich lieber abmelden, wenn man irgendwo angemeldet ist. Ende aus. Wenn man, dass man Werbung dann nicht, wenn Werbung kommt, so dann drauf, so mitten im Bild, dann sollte man das ganz schnell wegklicken, weil wenn man da draufklickt, dann könnte das auch Geld kosten. Man sollte am besten keine Spiele runterladen, weil da können die Viren entstehen, ganz viele. Und derjenige, der dahinter steht, der kann von Kontokarte, Passwörter und alles, Kontonummer sehen und dann kann der das Geld abholen. So ganz viel Geld und dann ist man gerade ein Minusstrich. Man sollte sich nicht mit jemandem aus dem Internet treffen, den man nicht kennt. Einfach nicht runterladen. Keine Spiele. Kaufen am besten. Ich würde im Internet keine persönlichen Daten weitergeben. Bevor ihr ins Internet geht, solltet ihr einen Virenschutz installieren. Und sein Profil auch bei Schülern von Z schützen. Zum Beispiel, dass man einstellt, dass fremde Leute nur so eine Teilseite sehen können. Wenn ihr im Schüler-VZ oder ähnlichen Portalen seid, dann niemandem sein Passwort verraten. Auch keinen guten Freunden oder so. Mobbt keine Leute, denn das ist eure Pflicht. Wenn ihr ein Problem habt, sagt es ihm ins Gesicht. Also wenn du dich bei Online-Spielen irgendwo anmeldest, dann musst du immer darauf aufpassen, dass du immer die AGBs liest, also das Kleingedruckte, weil da steht dann manchmal, ob das vielleicht doch noch was kostet, auch wenn da oben fett steht, kostenlos, dann hat das meistens doch noch irgendwas. Wenn man die Leute nicht kennt, bitte nicht treffen. Tschüss. Hauptschule Diefenthal, Humboldt-Gymnasium. Featuring Sprachlabor. Ein Telefon hat heute kein Kabel, nur Netz. Aus Briefen wird E-Mail und Chat. Ihr kennt das nicht, aber macht euch keinen Stress, denn wir erklären euch das jetzt. Ich komme langweilig spät aus der Schule. Hab vom PC und will nur meine Ruhe. Auf einmal kommt meine Mutter rein und fängt wie immer laut an zu schreien. Mach die Kiste aus, räum dein Zimmer auf. Geh mal wieder raus. Wie bist du denn raus? Mama, lass mich doch einfach. Ist doch völlig normal, was ich hier so tue. Schau dir auch bitte mal genauer an. Guck mal hin, was mein Netz alles machen kann. Ich suche was in Google, rund um die Kugel. Treffer und Krieg, Treffer für Pudel. Ein Telefon hat heute kein Kabel, nur Netz.
aus Briefen wird E-Mail und Chat. Ihr kennt das nicht, aber macht euch kein Stress, denn wir erklären euch das jetzt. Ich bin Smart User, du bist Smart User, wir sind Smart User. Kein Kabel, nur Netz, aus Briefen wird E-Mail und Chat. Ihr kennt das nicht, aber macht euch keinen Stress, denn wir erklären euch das jetzt. Ich bin